Es begann 1867. Andreas und Magdalena eröffnen ein Lebensmittelgeschäft. Ihr Sohn Ernst formt 1909 daraus die Mühlinen und Co. Sogar der Zar zählt zu seinen Kunden. Keine 30 Jahre später stirbt Ernst und die Firma ist bankrott. Doch Valo, sein Sohn, erschafft die Marke Affine Valo Family Spirit 1867. Er expandiert und sein Sohn Roger steigt ins Unternehmen ein. Endlich scheint es rund zu laufen. Aber wieder stehen auch die nächsten Generationen vor Herausforderungen und schwierigen Prüfungen. Ein anstrengendes Auf und Ab. Ist der Zeitpunkt gekommen, um aufzugeben? Nein. Jetzt braucht es Unternehmergeist, Mut, starken Willen, Ideen und Liebe zum Käse. All dies trägt Valo von Mühlinen in sich. Und so schubst ihn das Schicksal in den Affineurbetrieb. Mit großem Kämpferherz hebt Valo das Unternehmen und die Marke Affineur Family Spirit im Jahr 2011 wie Phönix aus der Asche. Und heute haben seine Käse mehr Auszeichnungen als die Schweiz Berge. Wie es weitergeht? Die nächste Generation ist mit Fabiola und Andreas schon aufgerückt. Mit demselben hohen Anspruch und viel Liebe zum Käse. Tja, das ist die Geschichte von Blumenwiesen, der Schweiz, Käse, Bienen und Abenteurern. Eine Geschichte über Durchhaltevermögen, Ideenreichtum, Familiensinn und dem Glauben an sich selbst. Sie begann vor 150 Jahren und ist noch lange nicht zu Ende erzählt. Denn es warten noch viele leere Seiten darauf, beschrieben zu werden.